Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Wir haben hier eine Surprise Box und das Logo kennt ihr. Das ist die Amazon Surprise Box, die aktuelle. Ihr erinnert euch vielleicht dunkel dran, ist eine Weile her, da habe ich mal eine Getränkebox gehabt, eine Amazon Surprise Getränkebox mit Energy Drinks und so weiter. Und diesmal haben wir die neue Amazon Surprise Box, die kommt alle paar Monate mal irgendwie, vielleicht kommt sogar monatlich eine, ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht. Aber diese fiel mir wieder mal ins Auge und ihr werdet auch gleich sehen, warum sie mir ins Auge fiel. Die neueste Amazon Surprise Box gibt es bei Amazon, als Prime-Kunde zahlt man 20 Euro und das lässt sich sehen, ich sage euch das. Ich bin so ein bisschen gespoilert. Ne? Ah, siehst du, sehr schön. Deckel weg. So, und jetzt seht ihr auch gleich, warum mich diese Box jetzt im Speziellen angesprochen hat. Ich sehe schon wieder, ja. Da, Surprise Süßigkeiten-Box. Ja, wenn die Fanpost nicht ausreicht, ne, dann kommen hier noch... Nein, da ist noch ganz viel von da. Ne? Na, ganz viel auch nicht, aber es ist noch ein bisschen was da. Ne? Nur, hier konnte ich jetzt nicht nee sagen. Aber das ist die Amazon Süßigkeiten Surprise Box. Für 20 Euro momentan noch zu kriegen, könnt ihr also jederzeit bestellen. Fangen wir einfach mal an. Was haben wir hier? Kaugummi-Sticks. Jeans Bubblegum. Ah ja, okay. Das sind Kaugummi-Zigaretten. Ihr kennt das von früher. Früher gab es das auch in Schokolade. Da war das mit so einem blöden Papier drum. Ne, oftmals war das Papier so, dass man das schlecht abkriegte. Weiß ich noch genau. Ne, und das waren damals diese Papierzigaretten. Sowas ist, glaube ich, in den Geschäften momentan gar nicht mehr normal zu kriegen, oder? Weil sowas ja das Rauchen promoviert. Deswegen heißt das jetzt auch Kaugummi-Sticks. Ne, nur die Packung ist halt optisch so ein bisschen so aufgemacht, als wären es Zigaretten. Ne? Ich mache das mal auf, damit ihr das sehen könnt. Ich versuche es zumindest mal. Genau, und auch hier ist das noch in so ein ätzendes Papier gewickelt. Und dann sieht das so aus, als wenn ihr hier die coolen Magerröte. Was ist los bei dir? Alles klar? Es zieht richtig rein, ich sag dir das. Nein, also, Kaugummi-Zigaretten. Ihr kennt das, ne? Zum Abgewöhnen. Was haben wir hier? Verpackungsmaterial. Was ist das? Ah, den kennen wir auch schon. Den mag ich auch furchtbar gerne. Das ist der Knoppers Nussriegel. Ne? Ich sag immer Snoppers, weil das so geschmacklich ist wie so eine Mischung aus Snickers und Knoppers. Ne? Ich mag den sehr, sehr gerne. Snoppers. Ne? Also Knoppers Nussriegel. Ist aber mit Haselnüssen, nicht mit Erdnüssen. Ne? Mit Erdnüssen wäre dann nochmal geiler. Also hier, ne? Knoppers, wenn ihr das mitliest. Wahrscheinlich nicht, aber wenn, dann ne? Mit Erdnüssen nochmal diesen Riegel machen. Dann richtig geil. Ja. Cooler Riegel. Wenn ihr den nicht kennt, gerne mal probieren. Ist sehr lecker. Ich mag den persönlich sehr, sehr gerne. Was haben wir hier? Oh. Zwei Sachen. Da wollen wir nur die eine haben. Helden Mango Cashew. Im Auftrag die Snackwelt zu retten. Das finde ich super. Na, es sieht aus, als wäre es ein Turtle. Ist es aber nicht. Ist halt einfach nur so eine Gesichtsmaske. Heldenriegel. 30 Gramm. Bio natürlich. Wohl natürlich Bio. Sowas ist immer nicht schlecht. Kann man auch mal gut essen. Also die sind immer ganz geil. Finde ich persönlich immer mal ganz cool. So kleine Riegel, gerade mit Frucht und so. Das ist sehr natürlich. Ne, und dementsprechend zumindest in der Theorie gesund. Na, was haben wir hier? Das ist auf jeden Fall nicht gesund. Das ist Tortellini di Cioccolato. Schokoladentortellini. Für die Italiener. Achso, Entschuldigung, ich muss sagen. Schokoladentortellini, ne, um auch alle Stereotypen zu bedienen. Ne? It's me, Mario. Ne? Da könnt ihr halt noch italienische Tortellini. Aber nicht für die Küche, ne? Nicht für, für das heiße Wasserbad, weil sonst sind die kaputt. Das sind einfach nur Schokoladentortellini. Ne, aus Italien. Aber ne, sind auch scheinbar auch original aus Italien. Also das ist, die Produkte hier sind tatsächlich teilweise relativ international, wenn ich das so richtig sehe. Da ist auch nichts mehr drin. Was haben wir hier? Wir haben Fruitylicious von Haribo. Die kennt ihr vielleicht schon. Die sind, glaube ich, letzten oder vorletzten Monat in der Degusta-Box gewesen. Und ich muss sagen, die schmecken mir jetzt nicht so gut. Ne? Es ist Fruchtgummi. Fruchtgummi geht immer. Aber tatsächlich bin ich mehr ein Freund von Haribo. Also ich habe die so weggenascht, klar, keine Frage. Hat sich die Frage jetzt echt gestellt? Nein, natürlich nicht. Also, aber so richtige Gummibärchen schmecken noch einen Ticken besser. Also die kann man machen. Ne? Und es gibt auch Leute, die mögen die sehr, sehr gerne. Ne? Hi JD, du magst das sehr, sehr gerne, weiß ich. Ne? Ich selber finde die jetzt, vielleicht liegt es auch daran, dass da zu wenig Zucker drin ist. Ich brauche mehr Zucker. Zucker. Ja, Zuckerfeti.
absoluter Zuckerfeti. Seht ihr das nicht? So, was haben wir hier? Power Drops. Dextrose, Magnesium, Multivitamin. Cassis-Geschmack. Power Drops. Wie sehen Power Drops aus? Kennt ihr Power Drops? Ah, so sehen Power Drops aus. Ja, einfach so wie ganz stinknormale, riechen auch so, Traubenzucker. Kann man auch genau wegknuspern. Mhm. Mhm. Ziemlich sauer. Also sehr cassisig. Na, ja, ganz cool. Also wer ein bisschen Säure mag, der ist da gut aufgehoben. Ist hier noch was drin in dem Fach? Nein. Was haben wir hier? Oh ja. Jetzt kommen wir zu den richtig guten Sachen. Ich meine, das ist alles schon schön, aber eine Lindt Hello Blueberry Muffin. Just say yes and bury me. Bury me. Bury me. Nein, marry me. Nein, also das ist auf jeden Fall eine normalerweise ziemlich teure Schokolade. Ich glaube, die kostet bestimmt mindestens 2 Euro normalerweise. Na, wobei die oftmals im Probierangebot ist 20% billiger. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Schoki. Ne? Lindt-Schokolade, da kann man definitiv nichts falsch machen. Das ist was sehr, sehr Leckeres. Ne? Also, Daumen hoch. Ne? Und Blueberry Muffin, das klingt auch so, als würde ich es mögen. Ne? Ich mag Muffins, ich mag Blaubeere. Was kann da schief gehen? Schokolade mag ich auch. Also von daher, top. Was haben wir hier noch? Wir haben hier noch mehr. Wir haben hier, wir haben... Merci, gratis zu probieren. Merci, Pralinencreme. Geld-Zurück-Garantie sogar. Das ist ja total cool. Blöd bloß, dass ich den... Ah, nee, Code. Ist mit Code auf der Verpackungsinnenseite. Ja, da ist ein Code auf der Verpackungsinnenseite. Und den kann ich dann auf merci.de eingeben und ich kriege dann den Kaufpreis zurück. Cashback in the Tash mit der Amazon Surprise Box. Geiler geht's doch kaum. Das heißt also, wir haben hier noch einmal Merci, die wir sogar gratis probieren können. Finde ich auch geil. Und die schmecken garantiert gut. Ich liebe Praline-Creme. Praline-Creme. Njam, 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 njam. Geil, also das finde ich schon mal super. Das werde ich auch nochmal, da werde ich auf jeden Fall mein Cash wieder back in the Tash holen hier. Ganz, ganz klar. Was haben wir hier noch? Verpackungsmaterial. Was ist das? Die dümmste Schokolade der Welt? Nein. Das ist Schokolade aus der Schweiz. Das ist Toblerone, ne? Wo man so knack abbeißt und dann sich den Rachen wehtut. Nein, man bricht die nämlich gar nicht so ab, knack, sondern man bricht die nach innen. Das heißt also, du hast hier den Rand und drückst einmal knack, dann bricht es ab und dann kannst du das so entnehmen. So isst man die nämlich wirklich. Ne? Und nicht so. Aber das auch cool aussieht, ne? Wenn du dann so kommst und sagst, hey, ich habe hier heute meine Toblerone. Und knabberst die so ab. Finde ich cool. Toblerone mag ich gerne. Ich stehe auf Schweizer Schokolade. Das weiß jeder, der meine Videos sieht. An dieser Stelle einen schönen Gruß an Dominik. Ne? Ragusa schon wieder alle. So, da ist nichts mehr drin. Was haben wir hier? Ah, die Sonne geht auf. Die wahrscheinlich coolsten Sachen, die es aus Amerika gibt auf diesem Planeten. Ich halte sie noch falsch rum. Reese's. Ne, wenn ich jetzt alle grüße, die Reese's mögen, kann ich im Prinzip alle möglichen Leute grüßen. An dieser Stelle einmal kurz Rudy, Daniel, ne, Marina, Jesse, Nagi, alle gegrüßt und so. Ne? Und auch alle anderen, die sie gerne mögen. Ich liebe Reese's. Reese's ist der Wahnsinn. Oh, da freue ich mich jetzt schon wieder drauf, die zu essen. Das ist cool. Das einzig Negative an Reese's sind diese kleinen Krümelchen, die entstehen, wenn man hier dieses Papier abnimmt. Dann sind hier immer so kleine Ecken und die fallen immer überall hin. Und immer so nach 3 Stunden, wenn man irgendwas anderes macht, guckt man auf und sieht plötzlich hier so ein Stück Schokolade und denkt, hä? Und dann guckt man sich an und merkt, überall verteilt, überall. Ne? Das ist so der einzige Nachteil an Reese's. Aber ansonsten geschmacklich... Na, man hört von Leuten, die eine Erdnussallergie hatten und gesagt haben, das ist mir jetzt scheißegal, hol den Emergency Pen, nur um die mal zu probieren. So hart ist die Liebe für Reese's und ich kann das nur nachvollziehen, weil ich liebe Reese's auch. Erdnussbutter ist ja auch eine Schwäche von mir, allerdings nicht im Glas, das mag ich nicht so gerne, sondern immer in irgendeiner Form und Weise mit Schokolade verbunden. Und hier hat man auch alles richtig gemacht, Kit Kat Peanut Butter. It's Peanut Butter Jelly Time. Ach nee, Jelly haben wir nicht dabei, aber wir haben Peanut Butter Kit Kat. Ich freue mich schon wieder total drauf. Denkt man nicht, dass das hier lange hält. Ihr kennt mich. Was haben wir hier noch? Oh ja. Freche Früchte. Freche Früchte zum Sammeln. 5-mal freche Früchte zusammen. Rosinchen Fruchtmix.
Rosa Rosinchen hat zur Fete eingeladen. Mhm. Das lassen sich Anton Aprikose und Franzi Feige natürlich nicht entgehen. Ne, und Alfred Apfel hat gleich noch Betty Birne mitgebracht. Sag mal, also, wie heißt die Firma? Erdbeer. Ich weiß nicht, was ihr so nehmt, aber nehmt mehr davon. Ist eine gute Geschichte. Ne? Macht da mal einen Film draus. Finde ich total super. Wie sieht das aus? Was ist das genau? Für Kinder ist das offensichtlich nicht. Der Kampf mit der Tüte ist verloren. Also, wenn ihr sowas für eure Kinder kauft, keine Sorge, die kommen da nicht ran. Die kriegen das nicht auf. So, was haben wir denn hier? Ich nehme mal so zwei raus. Das ist Anton Aprikose. Okay. Hier ist jetzt nichts weiter drauf. Rosa Rosinchen. Ich guck mal rein, was da so drin ist. Ah, da sind Rosinen drin. Nur Rosinen? Mögt ihr Rosinen? Ich finde Rosinen geil. Aber auch nicht grundlegend. Also, so ein Studentenfutter ist das ganz cool. Das jetzt natürlich wieder bio und ungesüßt und ohne alles und so, ohne Salz, ohne irgendwas. Ja, kann man machen. Ja. Ist das alles echt nur Rosinen? Rosinchenfruchtmix. Da steht auch was von Apfel, Birne, Apfel, Aprikose. Was ist mit euch nicht in Ordnung? Oder hätte ich jetzt die andere Packung aufmachen müssen, weil hier Aprikose ist. Da ist dann noch Aprikose mit drin. Kann sein, ne? Ist halt irgendwie gemischt. Keine Ahnung. Ist aber mit Sicherheit A, teuer und B, lecker. Also, ne, wenn ihr dann Rosinen mögt. Wenn ihr keine Rosinen mögt, ne, gibt es ja leider einige Leute. Was heißt leider? Es gibt eine Menge Leute, die keine Rosinen mögen. So, was haben wir hier? Wir haben hier noch zwei Sachen drin. Wir haben hier NYX Sport Crunch Vanilla. No Sugar Added. No Added Sugar. 30% Proteine, 10% Vitamine, Energy on the go. Protein, Wafer. Also Wafer ist immer Waffel. Es fühlt sich auch schon so an wie eine Waffel. Ne? Und das ist eine Proteinwaffel. Ohne zusätzliche Zuckerstoffe im Vanillegeschmack. Ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich nicht so gut schmeckt, aber muss mal ausprobieren. Werden wir dann sehen. Also bin ich gespannt. Keine Ahnung. Vielleicht erzähle ich euch das nochmal. Was ist das? Veganz. Veganz ist auch so eine Firma. Ne? Da hatte ich auch letztens was in der Degusta-Box, wo ich noch was extra kaufen musste, um das nutzen zu können. Genau, das werdet ihr auch noch sehen, die Tage. Da habe ich extra gekauft für euch. Das ist der Super Choc Bar Afrikose Baobab. 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 Nein, nicht? Gut. Ja, Entschuldigung. Steht da so drauf. Ja, ein Riegel halt, ne? So, Riegel. Riegel dich mal ab. Weg damit. Ich weiß gar nicht, ob hier... Was ist hier noch? Ah, da sind noch Sachen drin. Da ist nichts mehr drin. Da ist nichts mehr drin. Das sind voll die Geheimfächer hier. Da ist auch nichts mehr drin. Da auch nicht. Was haben wir hier? Das Ding ist... Alter Schwede, das ist richtig schwer. Das sind 500 Gramm. Banana Chips. Sweet and Crunchy Banana Chips. Das klingt nicht so schlecht, oder? 500 Gramm. 500 Gramm Bananenchips. Allein das war wahrscheinlich schon die 20 Euro wert. Kann ich mir gut vorstellen. Hier sind Löcher in der Tüte. Die sind aber mit Absicht drin. So kleine, glaube ich. Obwohl, sind das Löcher? Ne, das sieht nur so aus. Ich hatte jetzt gedacht, da sind Löcher drin. Aber das ist nur, da kommt nur das Silberne durch. Ja, das ist natürlich wahrscheinlich auch Bio und Bio-Bio und Bio-Bio-Bio. Wahrscheinlich. Obwohl, steht nirgends drauf. Haben die sich nicht getraut oder was? Oder ist da etwas Tierisches mit drin? Na? Zutaten: getrocknete Bananen, Kokosnussöl und Zucker. Aufgrund des Herstellungsverfahrens nicht für Nussallergiker geeignet. Ne? Da sitzen Nüsse in der Firma und werfen sich dann immer selber in dieses Produktionswerk. Keine Ahnung, wahrscheinlich ist das so, wenn vorher irgendwas mit Nuss produziert wird, dann geht das nicht. Deswegen müssen sie das draufschreiben zur Sicherheit. Ne? Weil ansonsten gucken, gut, Kokosnussöl ist auch eine Nuss, oder? Zählt das zu den Nüssen? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich nicht. Was rede ich da für einen Unsinn? Schneide ich nachher raus. Vergesse ich bestimmt, aber schneide ich nachher raus. ja. Das muss man kalt und trocken lagern, das Ganze. Und wenn man es geöffnet hat, in einem airtight Container. Also das heißt luftdicht verschlossen. Bananenchips finde ich eigentlich ganz cool. Vor allem 500 Gramm, alter Schwede. Chips de Plantano. Bananenchips. Bananachips. Chips de Banane.
Banane. Du alte Frucht, ich pell dich. Was? Du bist mein Bananentraum. Ist hier noch was drin? Nee, nix. Was haben wir hier? Hier haben wir... Oh, ist der italienische... Oh, Cantucci alle Mandalore. Mandalore. Da ist schon wieder die italienische Sachen drin. Wunderbar. Ich mag italienische Almond-Cookies, Mandelgebäck. Ah, wunderbar. Zum Kaffee ist es. Gibt dir nichts Schöneres zum Espresso, hä? Ja, okay. Entschuldigung. Schön. 200 Gramm. Ne? Richtig geile Mandeldinger. Also für Nussallergiker ist das hier wirklich nichts. Ne? Ihr tut mir dann echt leid, aber für alle anderen. Ne? So, was haben wir jetzt noch? Hier ist nichts mehr drin. Was haben wir hier noch? Oh ja, jetzt wird's teuer. Jetzt wird's teuer. Jelly Beans. Ihr wisst, Original Jelly Beans kosten richtig viel Geld. So eine Packung dürfte mindestens 2,50 kosten, würde ich fast behaupten. Also Jelly Beans sind einfach nur assig teuer. Und das sind hier, was sind das? Wie viel Gramm? 70 Gramm Jelly Beans. Also ich denke mal so um die 2 Euro. Aber geil, da sind hier 20 verschiedene Geschmacksrichtungen drin. Jelly Beans sind super. Also Jelly Beans mag ich persönlich auch unheimlich gerne. Nur die sind halt immer so mega teuer. Ne, was ich gar nicht mag, sind diese komischen Bean Boozled, wo du dann halt diese, mit Kotzgeschmack und so. Bäh. Das brauchen wir nicht. Aber hier sowas, das ist feini feini. Ne, da sind so leckere Sorten drin wie Tutti Frutti, Wild Cherry, Watermelon, Strawberry, Daiquiri, Pina Colada. Oh Alter, wenn du die isst, dann bist du danach total Cocktails gesoffen. Ja? Das ist nicht so gut. So, was haben wir hier noch? Ist das eine Flasche? Ah, nee, cool. Was? Smoothie Gummies. Apfel, Pfirsich, Himbeere. Banane, Erdbeer, Rhabarber. Vegan. My Smoothie. Bidding. Leider nichts zum Trinken irgendwie. Also. Aber das sind ja auf jeden Fall Fruchtgummi, wa? Da muss man mal, vor allen Dingen, weil die sind ja so schön verpackt in einer Smoothie-Flasche. Da probieren wir mal ein. Na, hier so. Ah. Natürlich jetzt relativ hart, weil die kommt von draußen, ist kalt. Minusgrade und so. Und die sind gut. Die sind richtig lecker. Also ich denke mal, die werden auch sehr teuer sein. Würde ich mal vermuten. Na, weil das hier wieder so eine Special Edition Firma ist, ne? My Smoothie. Bei My Smoothie, da kriegst du ja auch normale Smoothies und die sind immer einfach sehr teuer, finde ich. Aber die schmecken echt gut. Also dafür, dass das hier nur so 90 Gramm sind, ist das mal eine gute Portion, die man einfach mal so wegnaschen kann. Und das läuft. So, habe ich jetzt hier alles raus. Ja, es sieht gut aus. Ich habe, glaube ich, alles raus. Gucken wir mal in die Speisekarte. Die Surprise Süßigkeiten Box. Hier sind alle Artikel Fruchtgummi macht Zunge müde. Hier sind alle Artikel drauf, die es so gibt, aber keine Preise. Ich überschlage das mal so kurz im Gedanken. Das sind 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Das sind so, ich würde sagen, also 26 bis 28 Euro, die du hier drin hast, circa, wenn nicht sogar noch mehr, weil ich glaube, die sind relativ teuer in dieser Größenordnung, auch 500 Gramm, da gibt es bestimmt auch kleinere Tüten, die ein bisschen billiger sind. Also ich würde behaupten, man hat hier für seine 20 Euro auf jeden Fall Süßigkeiten für über 28 Euro, ne, oder um und bei, ne, habe ich euch jetzt den Code gezeigt hinten. Das ist aber nicht gut, das ist meiner. Den muss ich vielleicht überblenden. Auf der Rückseite ist nämlich ein Code, wo man 20% auf Lebensmittelprodukte kriegt. Sowas nutze ich dann mal, um mir Getränke zu bestellen, tatsächlich. Ne? Also ihr habt dann sogar noch Rabatt, wenn ihr diese Amazon Surprise Box benutzt. Wie gesagt, so um die 28 Euro, wenn ihr jetzt nicht alles davon mögt, ist natürlich ein Problem, klar. Also, ne? Aber zum Ausprobieren ist das fein. Ich finde sowas immer ist ein super Anstoß, um mal zu sagen, hey, das kenne ich nicht, das möchte ich gerne mal probieren. Würde es mir so aber jetzt nicht kaufen, weil es ist mir zu teuer, aber innerhalb dieser Box ist das dann eine feine Sache. Also ich finde gerade so bestimmte Sachen, die man gar nicht kennt, sowas hier zum Beispiel, ne, würde man sich wahrscheinlich so nicht kaufen. Oder auch die, da läuft man jedes Mal dran vorbei, aber vielleicht sind die total geil. Ne? Man weiß das nicht. Ne? Und dann hat man noch so ein paar All-Time-Favorites, sowas wie Jelly Beans oder eben Reese's. Im Prinzip eine super Sache. Ne? Also wenn ihr so eine Box haben wollt, einfach mal bei Amazon.de, ne? 20 Euro kostet das Ding, Amazon Surprise eingeben und dann könnt ihr so eine auch haben. Ja, ich find's geil, ich freue mich über diese Sachen, ich freue mich, dass ich die jetzt hier habe und ich werde jetzt dann irgendwann erstmal eine Naschtour machen und so ein bisschen was wegnaschen. Mal gucken. Ja, die eine oder andere Kleinigkeit wird sicherlich auch heute noch den Weg in meinen Magen finden. Ja, ich habe es mir auch mal verdient.
Ne? Alles klar. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Box haltet. Das interessiert mich sehr. Ne? Denkt dran, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und einfach mal ein Abo. Ne? Habt ihr doch bestimmt noch nicht. Ne? Einfach mal sagen, abonnieren und so. Und dann läuft das auch. Und dann verpasst ihr auch diese ganzen Fressvideos hier alle nicht. Alles klar. Ich bin raus für heute. Ich wünsche euch was. Macht's gut, liebe Leute. Tschüss.